zeige euch hier Pflanzen für Sostegia virginiana Gelenkblume. Ihr seht hier bereits, dass sie nicht mehr so aufrecht steht. Also mit der Zeit ein bisschen gross und kann auch, wenn es reinregnet oder sie eben gross genug ist, dann ist sie nicht mehr so standfest. Da könnte man im Prinzip auch einen Nachblütenschnitt machen, um sie ein bisschen einzukürzen, dass sie ein bisschen besser würde stehen in dem Sinne oder eben aufbinden. Genau. Für Sostegia virginiana ist eine Pflanze, die gerne Freifläche und Beet hat, sonnigen Standort. Und wir gehen jetzt ein bisschen näher. Ja. Da hier seht ihr es. Also, das, was man hier sieht, das sind die verblühten Blüten. Da kommen die Samenstände rein. Und hier im hinteren Bereich da seht ihr jetzt eine Blüte, die noch dran ist. Und Gelenkblüte heisst sie, versuchen das hier schnell. Wo man hier die Blüte eigentlich kann so wie einen Zeiger umstellen. Seht ihr hier so Gelenk, genau nach rechts und nach links. Kann man sie hin und her bewegen. Und darum heisst sie Gelenkblume. Genau. Wenn wir hier die Blätter anschauen, dann seht ihr, ist eine Kreuzgegenständigkeit da, genau. Die Blätter sind ganz so scharf zähnt. Man sieht das scharfe Zähnchen dran. Längliche Blätter, lanzettlich in dem Sinn. Genau. Und was hier ganz typisch ist, wenn ihr näher den Trieb anschaut, dann seht ihr, der ist vierkantig, also relativ stark vierkantiger Trieb. Genau. Also von dem her kann man sie sehr gut kennen. Physostegia virginiana. Gelenkblumen.